Insofern, ja, aus meiner Sicht sehr, sehr offenes Spiel, sehr, sehr enges Spiel. Wir werden gleich mal sehen, Jakob Diaz. Gerichtet Jakob Diaz gegen Sati im Finale des Liebherr Final Four 2020. Eins, eins. Aktion angeführt von Kamal, der wirklich Commonwealth-Sieger war. Geführt werden. Ganz starke Leistung. Indien sicherlich eine, ja, wie sagt man so schön. Arbeitet ja wirklich sehr, sehr viel mit der Geschwindigkeit des Gegners. Versucht dann. Sehr gut gemacht, dass da eine taktische Variante ist. Nana Sekaran spielt. 3, 4. Sehr gut gegen Timo Boll gezeigt hat. Hier auch bestätigt. 6, 3. Zu spielen. Den Winkel auch auf die Topspins noch nicht gefunden. Mit den gewinnbringenderen Schlägen für die Topspin-Bälle von Jakob Diaz. Sehr gut gespielt, sehr gut. Man sieht es hier ganz gut nochmal in der Zeitlupe hier mit einer kleinen Körper diesen Ball noch zu retournieren. 11, 4. Und der erste Satz. Druckvoll. Und so verschieben sich mitunter relativ schnell. Wo er den Ball oftmals einen Tick zu spät nimmt. Aber bewegt sich sehr gut, macht das ganz. Wird ja hier zu den Spielern geworfen. Sehr stark. Sehr stark mit Variante gewesen, den Schub etwas in Mitte zu platzieren. Er macht das. Man sehr gut die Banane parallel gespielt und weiter Rückhandbanane selbst zu spielen, sondern in der Lage sein, nach der Rückhandbanane schnell. Relativ spät und die Durchschlagskraft eines Jakob Diaz ist tatsächlich sehr, sehr spielen kann. Auch die misslingt ihm jetzt. Mit und ohne. Jetzt hier die Variante mit dem langen Aufschlag. Und er steht sehr, sehr stabil mit seiner. Und das zeigt manchmal, wie sehr man sich insgesamt täuschen kann. Nana Sekaran. Dass man versucht, diese zwei Sätze abzuhaken, relativ schnell dann den Rhythmus wieder von passiert, sondern von vornherein wieder an die Taktik zu denken, von vornherein wieder daran zu denken, nach wie vor kein Mittel. Weitere Spieler, aber derjenige, der schon ja etwas länger in diesem Erfahrungsbereich ist, im Sinne. Und Nana Sekaran ist vielleicht auch wieder von vorne angreifen zu müssen. Aber das Spiel ist ja noch lange nicht vorbei. Wieder von vorne angreifen zu müssen. Aber das Spiel ist ja noch lange nicht vorbei.
Calderano denke, an Simon Gosi, sind schon in der Lage, auch diese Bälle zum 1-0 für die TTF Liebherr Ochsenhaus. Wahnsinns gute Reaktionen. Ganz stark. Ganz stark, der macht hier wirklich einen super. Sind dieser seitliche Block einfach nur zurückgespielt. Also mal, das lässt er sich nicht mehr nehmen. 8-4. Wollen, dass hier nichts passiert. Dass er sich das nicht mehr nehmen lässt. Sehr gut. Hier ist er spät, um den Ball parallel noch zu spielen. Und wieder parallel. Wird der Weg natürlich deutlich verkürzt. Eben gerade ein bisschen gesehen. 7-8. Du weißt doch, wie schnell alles sich im Tisch. Schwierigkeiten. Sehr gut gewartet da. Gut, da der Wechsel. Da hätte den Ball vielleicht etwas mehr Richtung Mitte. Mit dem Handgelenk. 9 beide. 10-9. Und das ist jetzt so wirklich eine Überraschung. Insofern, als das Jakob Diaz diese. Und dann kam Nana Sekeran wieder zurück. Und das sind die. Und mal schauen, ob Jakob Diaz in der Lage ist, das eben so weit abzustellen. Desto mehr kann er selbst auch mit dem Ball spielen. Ganz stark. Und da ist wieder die Stärke. Nicht getroffen hat Jakob Diaz. Ja, aber das darf er nicht. Diesen Ball, den darf er nicht da reinspielen. Da fast sicher geglaubten 3-0. Den nächsten Punkt zu überlegen, was für eine Platzierung. Das Sekeran, ist das im Satz vorher gelungen? Noch mal schaffen. Gut, parallel gewechselt. Sehr stark. Sehr stark zurückgenommen. Flip. Und jetzt mit der Rückhand übernommen. Ganz im Augenblick ist Balltreffpunkt. Es ist wirklich sehr, sehr gut. 8-3. 4-8. Welchen Rückschlag er jetzt nimmt. Ja, gut gespielt. Sehr gute Rotation, gut gespielt. Da hat auch der Liebherr Ochsenhausen zur 1-0-Führung. Und der erste Sitz. Das war eine starke Leistung. Nicht nur die Art und Weise, die 3-1-Sieg, sondern diese doppelten Level wie in den ersten drei Sätzen. Keine Chance für Sati damit.